Seit der Wiedervereinigung 1990 hat Mecklenburg-Vorpommern 400.000 Einwohner verloren. Zwar sind Prognosen für die Zukunft immer schwer zu treffen, aber in Anbetracht der Alterszusammensetzung ist von einer weiter schrumpfenden Bevölkerung auszugehen. 1990 waren noch ganze 72% der Menschen in unserem Bundesland unter 50 Jahren. Heute sind es mit 51% nur noch knapp die Hälfte. Damals waren wir noch das jüngste Bundesland. Nicht einmal 30 Jahre später ist Mecklenburg-Vorpommern zum Altersheim der Nation geworden. Unsere Heimat blutet aus. Insbesondere in den strukturschwächeren ländlichen Räumen wirkt sich dieser Prozess als eine immer schneller voranschreitende Untergangsspirale aus. Gut ausgebildete junge Männer und Frauen verlassen ihre Heimat und ziehen in den Westen, wo sie flexiblere Ausbildungsmöglichkeiten, höhere Löhne und bessere berufliche Perspektiven vorfinden. Die Folgen sind entvölkerte Landstriche, negative Standortentwicklungen, Infrastrukturabbau und natürlich auch der Verlust von Lebensqualität durch das Wegfallen sozialer Gemeinschaftsstrukturen. Die Altparteien wollen das Problem mit Zuwanderung lösen, die für die ohnehin strukturschwachen Kommunen aber nur noch einen zusätzlichen finanziellen, sozialen und kulturellen Belastungsfaktor darstellt. Die Fachkräfteeinwanderung hat sich bei einer Bürgergeldquote von über 46% bei Ausländern schon lange als reines Märchen und Wunschdenken entpuppt. Mecklenburg-Vorpommern braucht junge Familien, die sich hier in unserer Heimat eine Zukunft aufbauen wollen. Dafür braucht es auf Bundesebene zuallererst konkrete Unterstützung und Entlastungen. Die AfD möchte für die ersten 3 Jahre ein Betreuungsgeld einführen, das sich als Lohnersatzleistung am bisherigen durchschnittlichen Nettolohn der letzten 3 Jahre orientiert. Wir wollen zuerst familienfreundlichen Wohnraum fördern, der sich in den Städten und Kommunen an den Bedürfnissen von kinderreichen Familien ausrichtet. Zugleich muss stadtplanerische Politik viel stärker die Bedürfnisse und Interessen von Familien berücksichtigen. Weiterhin wollen wir durch eine Vereinfachung der Bauordnung und eine Senkung der Baukosten die Eigenheimquote, insbesondere junger Familien, deutlich steigern. Sinnlose Posten von sogenannten Gleichstellungsbeauftragten sollen durch Familienbeauftragte ersetzt werden, die familienfreundliche Entscheidungen sicherstellen und somit die aktivierende Familienpolitik unterstützen. Ehe und Partnerschaft sollen als Inhalt in die Lehrpläne aufgenommen werden. Jugendliche sollten früh über den Wert einer stabilen Partnerschaft und Familie informiert werden und ihnen sollten die kommunikativen Fähigkeiten vermittelt werden, dies auch zu erreichen. Das wären einige erste politische Impulse, mit denen wir einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik einleiten wollen und somit die Zukunft unserer Heimat, unseres Volkes sichern und bewahren.